Schönen guten Abend, ich bin Minister Kosch und weiter geht's in Workers and Resources. Hallöchen. Die Republik bereitet das Neujahrsfest für das Jahr 1988 vor. Und es gab in den letzten Wochen und Monaten einige Beschwerden, die im Politbüro eingelaufen sind, über die Qualität des neuen Fernsehens. Jahrelang haben ja die Einwohner unserer Republik Auslandssender empfangen müssen. Und nach Einweihung dieses schönen neuen Fernsehturms hier in Radeberg haben die Zuschauer dann doch mal darauf gehofft, auch Sendungen, die Spaß machen, in der eigenen Sprache zu bekommen. Aber wie ihr seht, ist das nicht so richtig der Fall. Es gab schon Meldungen in den Kommentaren und an einigen Videos, die sogar in Richtung Propaganda vom Ausland liefen. warum denn hier bei dem schönen Fernsehturm hier steht, aktuelles Publikum 0 Zuschauer. Ja, und das Politbüro hat sich da nochmal beratschlagt und hat sich entschlossen, vielleicht den Anteil der Propagandasendungen ein bisschen zu reduzieren. Gerade wenn man jetzt so denkt, das neue Jahr, das steht jetzt bevor, die Zeit zwischen den Jahren, alles ist ruhig und besinnlich. Und dann kann auch mal auf die ein oder andere Propagandasendung verzichtet werden. Und wir werden hier den Anteil mal ein bisschen runterschrauben, so auf 5% vielleicht. Der Rest wird dann erstmal Kulturgenuss sein. Ich muss das mal beobachten. Ich gebe zu, ich habe das gar nicht bemerkt. Ich habe immer nur geguckt hier auf das mögliche Publikum und 68% der Bevölkerung haben einen Fernseher und habe gar nicht gemerkt, dass niemand einschaltet. Vielleicht ist das nicht ganz unwichtig, dass da Leute ein bisschen Spaß haben. Vielleicht sind sie dann auch ein bisschen zufriedener. Wie sieht es denn eigentlich bei dem Radiosender hier in Spremberg aus? Da gibt es zumindest mal 1500 Zuhörer, obwohl es auch da 50% Propagandaanteil gibt. Ich bin mir nicht sicher, woran das liegt, ehrlich gesagt, dass Propaganda im Radio eher gehört wird. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass das Radio eher so im Hintergrund dudelt, während man in der Chemiefabrik arbeitet oder so. Kann ja auch sein, dass das die gar nicht richtig zuhören. Auch wenn das natürlich bei der Qualität unserer Propagandasendungen natürlich ein Frevel ist. Ne? Ja, gut. Dann, ich habe mir mal so in der Pause ein bisschen Statistiken noch so rausgesucht. Im Übrigen, die Polizeiprobleme oder Kriminalitätsprobleme in Spremberg sind aktuell wieder unter Kontrolle. Kaum sage ich es, schon sind hier 5 neue Fälle aufgetaucht. In der Pause war hier nichts drin. Die Anzahl der Kriminalitätsfälle ist wirklich wieder nach unten gegangen. Von daher bin ich sehr zufrieden. Ich habe mir die Statistik mal genauer angeguckt bezüglich der Arbeitslosen, die wir haben. Und wir haben aktuell 5% Arbeitslose. In der Pause waren es sogar nur 3% Arbeitslose. Und bei 3% Arbeitslosen muss man mal sagen, das ist ein echtes Problem. Weil man hat dann halt keine Arbeitskräfte mal eben zur Verfügung, die man irgendwo einsetzen könnte. Und von daher, wir sind da auf einem hohen Niveau, aber ich will vielleicht mal ein bisschen Arbeitskräfte sparen. So, erstmal würde ich natürlich hier wieder die Anzahl der Polizisten in Spremberg nach unten drehen. Das habe ich letztes Mal schon gemacht. Das Ergebnis war, dass dann die Kriminalitätsfälle wieder nach oben gegangen sind. Ich mache mal hier nur so 15-30 jeweils in den beiden Polizeien. Okay, dann habe ich mir auch angeschaut die Eisenbahnbauämter. Wir haben jetzt seit kurzem 2 Eisenbahnbauämter. Und hier, das in Spremberg, haben wir ja schon ewig. Das beschäftigt aktuell halt maximal 180 Arbeitskräfte. Obwohl die Züge, glaube ich, nicht mehr alle wirklich ständig ausgelastet sind. Zumal die Bohrmaschine hier auch überhaupt nicht verwendet wird. Und die anderen 3 Züge, da sind 2 unterwegs und einer steht immer rum. Deshalb will ich da auch mal die Arbeiter reduzieren. Vielleicht so auf 100. Und das andere Eisenbahnbauamt in Radeberg,
Das ist interessanterweise, ist das auch eingestellt, dass es die maximalen Arbeitskräfte verwenden soll. Und ich bin mir nicht bewusst, dass ich das tatsächlich so eingestellt habe. Ich meine, ich hatte das mal auf 100, auf 30 Arbeitskräfte runter ganz am Anfang. Und das würde ich auch jetzt mal wieder runterstellen, so vielleicht auf 80 vielleicht. 180 sind mir aktuell zu viel. Okay. Dann hatte ich in der Pause übrigens auch gesehen, mir fehlen hier auch noch 250.000 Dollar. Es gab ja hier einen Unfall in der letzten Folge oder in der vorletzten oder so, dass irgendwie automatisch vom Spiel diverse Bauten ausgeführt wurden als Rudelbau. Ich gehe mal von aus, dass das vielleicht damit zusammenhängt. Ich war eigentlich ziemlich stolz darauf, dass wir die 1 Million Dollar, die wir am Anfang hatten, nicht ein einziges Mal anfassen mussten. Und hatte mir die Dollarscheine schon fast eingerahmt hier in der Wohnung oder im Kulturzentrum irgendwo ausgestellt fast. Und jetzt fehlen da 250.000. Ich weiß nicht, wo sie hin sind. Okay, gut. Dann, was wollte ich noch machen? Ja, Stromprobleme hatten wir in der letzten Zeit. Die sind gut gefixt. Hier warten wir noch auf die Bauarbeiten für den Abwassertank, den wir hier vergessen hatten. Die Rohre sind mittlerweile gelegt, das ist schön, weil dieser Abwassertank war da zum Beispiel nicht angeschlossen und wäre dann irgendwann überfüllt gewesen. Der überfüllte Abwassertank fürs Gaskraftwerk ist jetzt nicht ganz so schlimm. Und kaum sage ich es, schon scheint er geleert worden zu sein. Nee, kann nicht sein. Was ich sagen wollte ist, der überfüllte Abwassertank ist nicht ganz so schlimm. Er ist tatsächlich geleert worden. Weil hier nur Gefangene arbeiten und vielleicht sind die nicht ganz so wichtig wie normale Einwohner. Aber wieso ist denn jetzt hier der Abwassertank plötzlich entleert worden? Wer hat den entleert? Das kann doch gar nicht sein. Weil dieser Tank ist ja noch im Bau. Oder ist der doch mit dem Gaskraftwerk verbunden? Nein. Ich weiß es nicht. Gut, dann sind, wie gesagt, ist ja einiges automatisch gebaut worden, ohne dass ich es wollte. Und da müssen wir noch ein bisschen nachholen mit den Signalen hier auf der Linie zur Eisenmine. Die Signale fehlen nämlich noch komplett. So, hier sind sie sogar falsch, weil das ist eine Einrichtungsbahn eigentlich. Na. Und genauso sind sie hier auch falsch. Das ist dann die andere Richtung. So. Ich glaube, ich hätte die Brücke in mehreren Abschnitten gebaut. Genau, deshalb gehen da auch Signale drauf. So, und dann müssen wir gleich dann die Kreuzung oder den Abzweig an der Eisenmine richtig signalisieren. Dann wird das auch von der Farbe her nicht mehr orange sein, sondern ein schönes Blau annehmen. Zwar nicht blau wie der Himmel, aber trotzdem schön. Gut, das dauert jetzt ein kleines bisschen. So, die Stromversorgung in der Eisenmine ist leider noch nicht fertig. Von daher können wir die leider auch noch nicht in Betrieb nehmen. Und ich muss dann aber gleich mal gucken, ob unser Strom in der im neuen Ölgebiet fertig ist. Dann könnte man den schon mal in Betrieb nehmen. Das wäre ja Zeit. So, hier brauchen wir noch ein paar Signale. So, und schon ist alles blau. Das ist so rum. Und da noch eins vielleicht.
Hier wäre allerdings eine... eine Hosenträgerweiche durchaus wichtig. Denn sonst können die Züge, die irgendwann mal von der aus der Richtung kommen, nicht auf beide Gleise, auf beide Bahnsteige wechseln. Die baue ich mal schnell. Und werde sie auch automatisch bauen. Wie sieht es mit dem Realismus-Modus aus gerade? Der ist deaktiviert. So, dann brauchen wir hier natürlich die Chain-Signale. Gut, hier sind die Baufahrzeuge für die Stromversorgung, okay. Ah, und offensichtlich fehlt hier auch ein Dienstleistungszentrum für die Schneeräumung. Ach ja, immer diese Sachen, die man nach und nach immer wieder vergisst und immer wieder nachholt und doch trotzdem weiterhin vergisst. Müsste das dann nicht alles grün werden? Warum tut es das nicht? Ach, weil da hinten habe ich keinen Bagger, aber hier habe ich schon einen Bagger. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob ich die Straße setzen kann. Ich begnüge mich mit dem Feldweg, um den ich auch noch bauen zu müssen. So, dann baut das mal. Gut, wie sieht es mit unserem Ölprojekt aus? Ja, auch hier fehlt der Schneepflug eindeutig. Doofer Winter. Ah, aber hier ist Strom da. Offensichtlich muss hier Strom sein. Das ist Tatsache der Fall. Der Tank hat nur keinen Strom. Wir werden aber trotzdem erstmal das Begrenzen auf Öl speichern. Bin ich doof? Ich bin doof, oder? Ich freue mich schon, dass ich das Ölgebiet in Betrieb nehmen kann. Und es fehlt was ganz Entscheidendes. Zufriedenheit niedrig, das ist ein Bula. Die leiden immer noch darunter, dass sie kein Wasser bekommen haben. Ja, es fehlt ja was ganz Entscheidendes. Und zwar die Ölleitung, die Rohrverbindung. Und ich habe nicht mal die Pumpstation gebaut. Was soll ich sagen? Ach ja. Wie rum stelle ich es auf? So rum. Wir haben hier hinten... drei Quellen, dann sollte das so gehen. Vielleicht hier. Ja gut, dann halt unterirdisch, meine Güte. Wir haben's. Die oben. Ne, es war eben auch wieder falsch angeschlossen. Gut. Den in der Mitte. Den können wir überirdisch legen. Haben wir Platz.
Und dann da anschließen. Und die dritte wird da angeschlossen. So, und dann haben wir hier hinten 1, 2, 3 nochmal. Okay. So. Willst du nicht? Bist nicht hoch genug, okay. So. Dann da. Und die noch. So, dann haben wir hier noch eine übrig. Da noch eine übrig. Und das war's erstmal. Okay, die können wir direkt hier anschließen an dem Ding. Oder? Will ich das? Ja, ist okay. Die beiden und die beiden Pumpen und die eine übrig, die können wir nochmal zusammenführen mit einer Pumpe. So. Das will ich in die andere Richtung machen. Dann haben wir nämlich einen Anschluss hier offen, wenn wir das Ölgebiet erweitern sollten mit neuen Pumpen. Ach, das reicht nicht. Wir haben nichts offen. Ich hätte aber gerne einen Anschluss offen. Ich will es vielleicht noch irgendwann erweitern. Von daher brauchen wir noch eine Pumpe. Ach. So, dann. So und so. Das war der falsche, oder? Ja, die hier brauchen wir natürlich. Hä? Ach, das ist von der Unterirdische. Nein, das will ich nicht. Ach. Die hier brauchen wir. So. Jetzt aber. Einmal da anschließen, bitte. Hier kam es automatisch dran. Die verbinden, bitte. Und hier steht wieder die falsche. So. Und die geht dann in das Lager. Falscher Eingang da. Und aus dem Lager muss man natürlich noch den Bahnhof auch anbinden. Verdammt. So. Und der Bahnhof steht falsch rum. Ich erinnere mich dunkel, ich hätte, glaube ich, extra darauf geachtet, dass ich den Bahnhof richtig rumstelle. Und ich habe ihn falsch rumgestellt. Die Eingänge hätten auf der Seite sein müssen. Das sind jetzt die Ausgänge. Na gut.
So, jetzt müssen wir es aber auch noch bauen. Das heißt, wir werden da wieder noch ein paar Monate warten dürfen. Die Baubüros in Spremberg bitte ausschließlich. Ich bin zu Spremberg, Eisenhüttenstadt. Und ich habe vergessen, die Pumpen an die Straßen anzuschließen. Das muss man nachholen. Einmal da. Dann haben wir hier eine Straße. Die macht etwas Probleme. Aber das fixen wir. So und so. Hier ist noch was. Da anschließen. Okay, und jetzt die ganzen Aufträge nochmal rausjagen. Die unterirdischen Leitungen nicht vergessen. Das ist eine Menge Stahl, die wir wieder verbrauchen. Das ist ein Baum. Gut. Zumindest mal hier das zweite Umspannwerk. Wo kriegt dieses eine Ding eigentlich seinen Strom her? Hier dieser... Ach ja, weil dieses Umspannwerk fertig ist. Okay, verstehe. Das heißt, hier hinten müsste aber auch Strom drauf sein. Ja, es ist... Ach, und die bewegen sich schon nicht mehr, weil die Ölspeicher voll sind. Okay, deshalb haben sie sich vorhin nicht bewegt. Okay, verstehe. Okay. Es sind aber auch noch ein paar einzelne Schienen noch nicht fertig. Das Eisenbahnbau in Spremberg ist aber dran. Hier nicht, weil wir die manuell beauftragen müssen. Das geht nie automatisch hinter einem Gebäude. Und fürs automatische Suchen ist das Ding mittlerweile viel zu weit weg. So, können nämlich diese beiden Abschnitte schon beauftragen. Und hier hinten hat auch noch was gefehlt, genau das da. So, der Abschnitt wird automatisch gefunden, wenn der fertig ist. Okay. Und dann hoffe ich mal drauf, dass danach endlich dann, dass es fertig ist. So, nochmal gucken. Die Strecken haben ihre Baubüros. Ja. Gut. Ja, auch hier fehlen natürlich wieder die Räumfahrzeuge. Aber es ist nur noch 6 Wochen Winter. Danach ist es wieder vorbei. Okay. Ich habe hier zwischendrin gesehen, jetzt kam hier eine Warnmeldung, dass zu viele Arbeitslose hier in Radeberg irgendwo waren. Hier. 96 Arbeiter ohne Job. Ja, okay. Hm. Das ist das Gebäude, wo ich die Arbeitsplätze manuell zugeordnet habe. Weil ich dachte, dass wir sonst zu wenig Arbeitskräfte hier hinten in den Gefängnissen haben. Aber das ist nicht der Fall. Vermutlich macht es dann keinen Sinn, dass ich hier die Arbeitsplätze manuell vergebe. Ich werfe die mal alle raus. Dann sollen die sich ihren Job automatisch suchen und dann können die dann auch in die zur Straßenbahnhaltestelle fahren, laufen. Apropos Straßenbahnhaltestelle, ich würde jetzt ganz gerne tatsächlich die innere Linie, die wir hier haben, das ist schon ein paar Mal erwähnt, jetzt so umstellen, dass die keine Arbeiter mehr mitnimmt. Denn die Arbeiter sollen ausschließlich Richtung Elektronikfabrik transportiert werden, also unsere Robotronfabrik. Und wenn die intern in Radeberg hier mitgenommen werden, dann
ist das ja sinnfrei. Die können überall hinlaufen in Radeberg selbst. So, beladen. Keine Arbeiter. Keine Arbeiter. Keine Arbeiter und keine Arbeiter. Speichern. So, das nimmt nur noch die Robotronenlinie A, die Arbeiter mit. Die fährt ja dann hier im gegenliegenden Uhrzeigersinn. Während die interne Linie im Kreis fährt mit dem Uhrzeiger. So, und hier wird nicht geräumt. Ja, nicht ist falsch. Wir haben hier 5 Räumfahrzeuge. Ich hasse dieses System, wie es implementiert ist. Das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Gut, am Anfang war es schlimmer. Das ist auch nur auf 1000 Meter eingestellt. 5 Räumfahrzeuge schaffen es nicht, diese Straßen zu räumen. Asphalt. Asphalt mit Straßenlaternen. Ich denke, dass die Straßenbahnschienen hier, dass das Asphaltstraße mit Straßenlaterne ist. 100% räumen. Trolleybusstraßen haben wir nicht. Brücken haben wir hier auch nicht. Einbahnstraßen haben wir auch nicht. Das wäre nur der Fall, wenn das die Autobahn hier wäre. Aber da kommt ja gar nicht hin, oder? Wir hier die 100% vielleicht auch mal reduzieren auf 0. Okay. Wie sieht es in unserem Elektroniklager eigentlich aus? Ist voll. Ha. Ja, dann müssten wir mal jetzt einstellen, dass Elektronik exportiert wird, oder? Können wir das direkt hier machen? Müsste ja eigentlich gehen. Stahlwerklager, Elektroniklager. Beladen mit Elektronik. Moment, Pause dabei machen. Nur mit Elektronik beladen und erst, wenn das 50% gefüllt ist. Und wir wollen das exportieren. Nee, Moment. Nein. Bevor wir das exportieren, müssen wir natürlich erstmal den heimischen Bedarf decken. Die anderen Städte, wir müssen natürlich auch echte Robotronen-Elektronik verwenden. Radeberg selbst verwendet das schon, aber die anderen Städte noch nicht. So, Eisenhüttenstadt müsste dieser Zugverteiler für die Elektronikversorgung zuständig sein. Stadtlager, Elektronik, genau. So, dann sagen wir erstmal, dass er keine Elektronik mehr importieren soll. Ah. Okay, nee. Wir haben den Zugverteiler so eingestellt, dass er alles importieren darf, was er braucht. Wenn die internen Lager nichts hergeben, dann wird es importiert. Ja, okay, das lassen wir lieber auch mal so. Aber dann müssten wir hier einen neuen Auftrag hinzufügen. Und tatsächlich haben wir hier nur noch wenige Aufgaben verfügbar. Das Elektroniklager ist aktuell dieses. Kurze Pause. Wir nehmen daraus ausschließlich Elektronik. Und das muss zu 50% gefüllt sein. Wie ist denn der Gesamtgefüllstand? 56. Ja, diese Füllzahlen, meiner Meinung nach, beziehen sich nämlich immer auf den Gesamtfüllstand und nicht auf den Füllstand der einzelnen Ware. Das ist immer ein bisschen schwierig, dann das auszutarieren, weil aktuell ist ja das Lager an Elektronik, das platzt ja. Trotzdem ist das Gesamtlager nur zu 56% gefüllt. Vielleicht sollten wir das dann doch reduzieren und das mal auf vom Gesamtlager auf 40% oder 30% reduzieren. So, das Lager muss zu 30% befüllt sein, dann darfst du Elektronik nehmen. Und in Spremberg, wer ist da für Elektronik zuständig?
Ich glaube, das machen wir gar nicht mit dem Zug. Das machen wir mit den VZs hier. Die importieren das direkt von der Grenze, glaube ich. Nein, dieses nicht. Import, Kleidung, Elektronik. Dieses müsste es sein. Ja, Tatsache. Mhm. Da ist der Anfahrtsweg natürlich ein bisschen länger als... das dauert länger. Aber ich versuche das mal. Ja, vielleicht sollten wir es aber erst machen, wenn wir hier unsere Ladungsstation fertig haben. Die neue Elektronikhalle ist fertig. Uch. Da müssen wir noch was einstellen gleich. Es sind hier 111 Arbeiter drin. Die können gar nicht arbeiten. Und dieses Ding wird, glaube ich, gar nicht mit... Ach nee, doch. Ich wollte gerade sagen, diese neu gebaute Elektronikhalle wird noch gar nicht mit Rohstoffen versorgt. Aber das ist ja Quatsch. Wir versorgen ja die Rohstoffe über das Lager. Und das ist ja angeschlossen. Das geht deswegen. Ja, aktuell haben wir jetzt hier über 200 Leute drin, die nicht arbeiten können, weil das Lager voll ist. Ja, so kennen wir den Kommunismus, ne? Gut, dann sollten wir vielleicht trotzdem erstmal eine Fuhre vielleicht exportieren. Damit wir das Lager füllen, damit wir die Leute wieder zu tun bekommen. So, und den Export machen wir tatsächlich nur bei 50% Füllgrad. Der ist gerade so erreicht. Und dann müssen wir das Zollhaus, glaube ich, aber noch umstellen, dass es da abgeladen werden darf. Also, hat der überhaupt ein Zollhaus hier drin? Da, ja, genau. Entladen. Elektronik. Und schon werden 3 Wagen an Elektronik versucht zu exportieren. Würde mich mal interessieren, wie viel Geld uns das bringt. Wir haben ja einen unglaublichen Inflationsschub erhalten in diesem Jahr, im letzten Jahr habe ich gesehen. Wir haben im Jahr davor für 74 Millionen Rubel Sachen exportiert. Und im letzten Jahr waren es dann 93 Millionen Rubel. Einfach mal 20 Millionen mehr, obwohl wir gar nicht so viel mehr produziert haben. Unglaublich, was mit den Rubelpreisen passiert hier im Spiel. So, die 3 Wagen Elektronik sind wie viel wert? Wir sind schon bei 1 Million. Und sind erst zu Drittel voll, also sind wahrscheinlich so 3 Millionen Rubel. Gut, der lädt jetzt 72 Tonnen Elektronik. Nee, tut er nicht. Weil maximal 68 Tonnen hier reinpassen. Okay, dann hat er jetzt... Wow, doch, der hat 72 Tonnen Elektronik geladen. Weil die internen Speicher hier voll waren, vermutlich auch noch Elektronik. Boah, wann war das viel Elektronik? Jetzt fluten wir den Markt mit Elektronik. Die armen kommunistischen Bürger, denen wir jetzt hier unser Zeug andrehen, die werden sich... Wenn die Ohren schlackern, so schnell werden die Computer sein. Und das Ding ist 2,8 Millionen Rubel wert. Habe ich gar nicht schlecht geschätzt. Sehr gut. So, aber jetzt machen wir erstmal den Export wieder raus. Denn die anderen sollen sich erstmal jetzt richtig versorgen können. Elektroniklager erstmal wieder raus. Ah, da schickt gleich noch einen Zug los. Das ist schon wieder voll, das Lager. Ja, nicht ganz. Aber der ist nur zu 40% gefüllt. Bezieht sich die Zahl in den Verteilern doch auf die Zahl des Einzelprodukts, auf den Füllgrad? Ich bin mir immer so unsicher, worauf sich das bezieht. Was ist das hier? Heizungsproblem. In Spremberg. Temperatur zu niedrig, Tatsache.
In den anderen Gebäuden geht's, aber... Ah, weil der Wärmetauscher brennt. Okay, hätte ich schon gedacht, warum auf einmal? Ja, ich hoffe, dass dann hier die Feuerwehr kommt. Über Eis und Schnee angeschlittert. Ja, schafft sie aber, denke ich. Ja, sehr gut. Wo war ich? Genau, die neue Elektronikhalle, die fertig geworden ist. Ein Hubschrauber hier. Ist das eine vom Krankenhaus was? Oder was hat der gemacht? Ach nee, der hat Fracht abgeladen. Ah, okay. Beton. Verstehe. Ja, diese Elektronikhalle. Müssen wir dann noch was einstellen, frage ich mich. Die Straßenladungsstation ist leider noch nicht fertig. Das sind beide Elektronikhallen könnten bis zum Anschlag produzieren. Ich glaube, wir sollten vielleicht auch mal dann die elektronischen Komponentenproduktion erhöhen. Denn die beiden anderen Fabriken sind beide nämlich noch leer, genau. Da mache ich mal hier bei der mal die Hälfte an Arbeitern rein. Und Kunststoff haben wir aktuell eine Fabrik am Laufen. Wie sieht denn da die Lager aus? Hier haben wir 18. Hier 5. Ja, die eine Elektronikhalle, die machen wir mal wieder fast zu, würde ich sagen. Und stattdessen fahren wir hier die zweite Kunststofffabrik auch zur Hälfte vielleicht hoch. Okay, wie sieht es mit unserem Öl aus? Das ist das Wichtigste jetzt eigentlich. Vermutlich werden wir hier nicht genug Öl haben für die Gesamtproduktion. Das werden wir erst haben, wenn unser Ölbetrieb da drüben den Betrieb aufnimmt, was wir hier wieder verschieben mussten. Und wir haben ja auch unser Gaskraftwerk laufen, allerdings nur zu einem Drittel ausgelastet oder ein Viertel. Daher braucht es hoffentlich nicht so viel. Das braucht ja auch Öl und auch die Kunststoffe brauchen Öl. Und Treibstoff wollen wir natürlich auch aus unserer aktuellen einzigen Ölquelle auch noch herstellen. Okay. Ich würde sagen, ich habe gefühlt mal wieder nichts geschafft, aber trotzdem ist eine halbe Stunde durch. Wie sieht es hier mit den Arbeitern aus, die hier warten? Das sieht okay aus. Sie sind auf jeden Fall nicht überfüllt, die Haltestellen. Hier wird gerade geleert, sehr gut. Okay. Hier in dem Bahnhof mache ich mal komplett aus. Der ist ja aktuell überhaupt nicht in Betrieb. Da soll gar keiner warten, bitte. Ach, apropos die Schüler, die ich gerade gesehen habe. Wie sieht es denn mit den Schulen in der Auslastung aus? Ach, das ist ja, ach, das ist ja gar nichts. Und die andere? 100 von 300. Ja, hier können wir, glaube ich, auch nochmal dann die Arbeiter reduzieren. 300 Leute warten hier eh nicht. Und vielleicht das Haus des Lehrers noch mal ein bisschen erhöhen. Denn hier warten immer Studenten auf politische Kommissare in dem Fall. Ja. Ansonsten, wie sieht es hier mit der Zufriedenheit aus? 97%. Kein Fleisch. Das ist aber okay. Ah, hier in dem Konsum müssen wir noch die Mengen noch ändern, dass hier mehr Essen rein kann. Sagen wir mal 60, 20, 20, würde ich sagen. Oder? 50, 25, 25? Ja, ist vielleicht besser. In den anderen Konsums, wie sieht es da aus? Da habe ich auch 50, 25, 25 und genauso hier, ja. Okay, ich würde sagen, wir machen dann für heute Schluss. Ach, hier dieser
Ach nein, ach Leute, dieser U-Bahnhof, den ich nur aus Platzgründen, damit ich den Platz schon mal besetze, gebaut habe, der keinen einzigen Schienenanschluss hat, Leute. Da warten jetzt hier 50 Arbeiter, haben hier gerade gewartet. Nein, ihr dürft hier nicht warten. Das macht alles keinen Sinn hier. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt für heute Schluss. Die Schienenanbindung in unser Atomgebiet ist ziemlich weit gekommen. Oh, hier hinten ist die... Als ich das letzte Folge festgestellt habe, dass hier automatisch irgendwelche Projekte gebaut wurden, ein Schienenstrang hier zwischendrin ist einfach mal automatisch gebaut worden. Oder... Könnte sein, dass es schon länger da ist, dass ich den vielleicht mal auch da selber mal aus Versehen gebaut habe. Ich nehme alles zurück. Ist eigentlich was von der Atomindustrie automatisch gebaut worden? Nein. Da ist alles noch in Planung. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Oder wir hören uns morgen wieder. macht's gut. Bis dahin und tschüss.